Dass die Geissens polarisieren, ist nichts Neues. Die Familie teilt ihr luxuriöses Leben gerne mit der Öffentlichkeit, nicht mehr nur im TV, sondern auch auf Instagram. Die Reaktionen darauf sind aber nicht immer nur positiv, so auch bei Roberts neuesten Videos. Aktuell urlauben die Geissens mit Freunden und Familie auf einer Luxusjacht in ihrer Wahlheimat Saint-Tropez. Sie trinken Champagner, planschen im Wasser und feiern Partys. Alles schön und gut, doch mit den Videos, die dabei entstehen, hat sich der 55-Jährige wohl keinen Gefallen getan. Der erste Clip zeigt drei knapp bekleidete junge Frauen, die von der Luxusjacht aus ins Wasser springen. Geht es hierbei um den Sprung oder doch eher um den Körper der drei Wassernixen? Und Robert legt noch einmal nach. In seinem zweiten Video filmt er eine leicht bekleidete Frau, während sie schwungvoll die Treppe hochschreitet. Den Fans platzt bei diesen Aufnahmen der Kragen. Das ist demütigend für deine Frau. Anstand kann man nicht für Geld kaufen. Du machst dich immer unsympathischer. Und was sagt denn Cam und eure Töchter dazu? Lauten nur drei der verärgerten Kommentare. Den Fans gefallen Roberts Videos so gar nicht. Doch Carmen scheinen die halbnackten Frauen auf dem Instagram-Profil ihres Mannes nicht zu stören. Sie selbst postet nämlich auch ein Video des feuchtfröhlichen Ausflugs. Auch wenn die sexy Aufnahmen Carmen nicht zu stören scheinen, Freunde haben sich die Geissens mit diesen Posts nicht gemacht.